Ja, also erst haben sie einen nach allem Möglichen ausgefragt. Ne? Ich war dann die Sensation, ich war in den ersten Tagen immer umringt. Ne? Da war einer dabei, der konnte so beim Brocken Polnisch und der fragte mich, sag mal, ist das wahr, dass Arzt auf Polnisch Lekarz heißt? Ja, jein, Arzt heißt tatsächlich auf Polnisch Lekarz, nicht Lekarz, anders betont Lekarz, das stimmte. Ne? Ja, und der Schornsteinfeger, ja, der heißt Kominasch. Daraus haben die Jungs natürlich auch Kominasch gemacht und so. Ne? Aber wie das so bei 13, 14-jährigen Jungen so ist, nicht wahr? Naja, und ich war am Anfang dann immer so der Mittelpunkt, nicht? Ich war so ein Exot. Ne? Aber das gab sich mit der Zeit. Und wie gesagt, mein Abwehrmittel dagegen war, dass ich dann der beste Schüler wurde, nicht wahr? Das war das, was mir so verblieb, wo ich gegen die anderen ankonnte, wo sie mir nichts anhaben konnten. Hatten Sie denn Kontakt zu anderen jungen Menschen, die wie Sie aus Polen oder aus anderen Teilen Ja, östlichen? hatte ich. Und zwar, es gab gerade im Landkreis Wimmerförde, auch im Landkreis Cuxhaven, damals war das noch Wesermünde, heute ist es Cuxhaven, also im Elbe-Weser-Dreieck, da hat es viele Leute aus Vigain und Suwałki verschlagen. Meistens Landwirte, die mit Pferd und Wagen geflüchtet waren. Doch, also mit solchen hatte ich doch reichlich Kontakt. Gar nicht mal ich so sehr, aber meine Eltern, meine Mutter besonders, die sie alle noch kannte als erwachsene Menschen. Doch. Aber ich hatte dann auch Kontakt mit Einheimischen. Ja, durchaus. Denn wie gesagt, ich war nicht so ganz dumm und ich ließ immer abschreiben und da war ich eigentlich insofern so also ganz nützlich. Also Ausgrenzung haben Sie nicht erfahren in der Schule. Nein, eigentlich nicht. Doch wenn man sich mal stritt, aber das kam selten vor, ne? War die Ausnahme.